Artikelnummer SCP-034. Objektklasse Sicher. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-034 ist in einem sicheren Raum aufzubewahren, zu dem nur Personal mit Freigabestufe 4 Zugang hat. SCP-043 selbst wird in einem verschlossenen Koffer aufbewahrt, der 24 Stunden lang überwacht werden muss. Wenn er nicht unter Laborbedingungen aufbewahrt wird, darf die Schutzhülle von SCP-034 unter keinen Umständen entfernt werden. Alle Mitarbeiter, die mit SCP-034 in Kontakt kommen, müssen 24 Stunden lang beobachtet werden, bis ihre Identität bestätigt werden kann. Beschreibung: Bei SCP-034 handelt es sich um ein primitives Messer, das aus reinem Obsidian hergestellt wurde. Tests haben gezeigt, dass SCP-034 etwa 1000 Jahre alt ist. Trotz der groben Herstellung und seines Alters ist SCP-034 immer noch unglaublich scharf und benötigt keine Pflege, um seine Schneide zu erhalten. Nach einer tiefgehenden Analyse durch Experten gehen wir davon aus, dass SCP-034 südamerikanischen Ursprungs sein könnte und dass es möglicherweise in Ritualen der Ureinwohner verwendet wurde. Mehrere Berichte von spanischen Konquistadoren, die die Region erkundet hatten, stützen diese Hypothese mit ihren detaillierten Beschreibungen darüber, wie die Priester ihre Opfer bei lebendigem Leib häuten und deren Haut als Tribut an ihre Götter tragen würden. SCP-034 besitzt die Fähigkeit, seinem Nutzer zu erlauben, das Aussehen eines anderen Individuums anzunehmen. Wenn SCP-034 dazu verwendet wird, ein Stück Haut von einem lebenden Individuum abzuschneiden und dieses Stück gegen die Haut eines anderen Individuums gedrückt wird, wird das zweite Individuum nicht nur das Aussehen, sondern alle physischen Eigenschaften des ersten Individuums annehmen. Versuche haben gezeigt, dass die erforderliche Mindesthautmenge nur einen Quadratzentimeter betragen kann. Bei diesen Versuchen stellte sich jedoch auch heraus, dass die Dauer der Transformation direkt proportional zur Menge der verwendeten Haut ist. Das Verhältnis zwischen der Dauer der Transformation und der verwendeten Materialmenge wurde mit etwa einer Stunde pro Quadratzentimeter gemessen. Nach Ablauf dieser Zeitspanne nahm die betroffene Person wieder ihre ursprüngliche Form an. Die Analyse der Eigenschaften von SCP-034 ergab, dass die Nachahmung eines anderen Individuums nahezu fehlerfrei ist. SCP-034 verändert nicht nur das physische Erscheinungsbild seines Nutzers, sondern auch seine tatsächlichen physischen Eigenschaften, einschließlich Größe, Gewicht, Muskelmasse, Knochendichte, Haarwuchs, Sehkraft, Stärke, körperliche Beschwerden und sogar die DNA. Die einzigen körperlichen Eigenschaften, die nicht bei der Transformation übernommen werden, sind Wunden, die durch SCP-034 selbst verursacht wurden. Subjekte behalten ihre ursprüngliche Persönlichkeit und ihre Erinnerungen während der Transformation. Obwohl der Prozess nahezu instantan abläuft und nur wenige Sekunden dauert, haben menschliche Subjekte den Transformationsprozess als äußerst schmerzhaft beschrieben. Je nach dem Ausmaß ihrer körperlichen Transformation können die Subjekte auch psychische Traumata erleiden. Die Nebenwirkungen sind besonders schwerwiegend, wenn die Testperson das Aussehen einer Person mit einem anderen Geschlecht oder mit völlig anderen physischen Eigenschaften annimmt. Um eine korrekte Funktionsweise und Aufrechterhaltung der Transformation zu garantieren, müssen die Personen, denen mit SCP-034 Haut entfernt wurde, biologisch am Leben sein. Sollte die Person, deren Identität übernommen wurde, versterben, lässt die transformative Wirkung sofort nach. Weitere Details finden Sie im Laborprotokoll 034a. Außerdem scheint SCP-034 nur an menschlichen Subjekten zu funktionieren. Artenübergreifende Experimente mit SCP-034 haben zu Daten gelöscht geführt. SCP-034 kam in den Besitz der Foundation, als ein als Dr. getarnter Betrüger versuchte, Standort zu infiltrieren. Der Betrüger wurde festgenommen, als die örtlichen Behörden den echten Dr. gefesselt in seinem Haus entdeckten, wobei ein großer Teil seines rechten Arms gehäutet worden war. Weitere Einzelheiten finden Sie im Verhörprotokoll 2211. Laborbericht 034a. Wir haben beschlossen, mehrere Szenarien zu testen, die sich mit der Grenze der Fähigkeiten von SCP-034 befassen. Test 1. Probe wird einem menschlichen Kadaver entnommen und auf Subjekt D452 angewendet. Es gab keine beobachtbaren Effekte. Test 2. Probe von D532 entnommen und auf D452 angewendet.
D452 kopiert erfolgreich das Aussehen von D532. Nach Terminierung von D532 kehrt D452 sofort wieder in die ursprüngliche Form zurück. Test 3. Probe von D433 während eines medizinisch induzierten Komas entnommen und auf D452 angewendet. D452 kopiert erfolgreich das Aussehen von D433 und schafft es, die Transformation und Bewusstsein aufrechtzuerhalten. Test 4. Probe von einem hirntoten Patienten, der eine massive Hirnblutung erlitten hatte, entnommen und auf D452 angewendet. D452 kopiert erfolgreich das Aussehen des Patienten, verliert aber bei der Transformation sofort das Bewusstsein. D452 erlangt das Bewusstsein erst nach Ablauf der Transformationsperiode wieder. D452 besitzt keine Erinnerung an das Ereignis. Test 5. Probe von D625, der aufgrund einer Konfrontation mit einem Sicherheitspersonal einen gebrochenen Arm hatte, entnommen. D452 kopiert erfolgreich das Aussehen von D625, einschließlich des gebrochenen Arms. Der gebrochene Arm von D452 wird nach Ablauf der Transformationsperiode wieder geheilt. Test 6. Probe von einem todkranken Patienten, die auf D452 angewendet wurde. Die tödliche Krankheit des Patienten wurde durch einen inhärenten genetischen Defekt verursacht. D452 kopiert erfolgreich das Aussehen des Patienten und ahmt seine Krankheit nach. Sowohl der unheilbar kranke Patient als auch D452 versterben gleichzeitig, woraufhin D452 wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild annimmt. Test 7. Probe von einem Schimpansen entnommen und auf D466 angewendet. D466 durchläuft ein schnelles Wachstum der Haare am ganzen Körper. Ansonsten gibt es keine weiteren signifikanten physischen oder physiologischen Veränderungen. Die Körperbehaarung verschwindet nach Ablauf der Transformationsperiode. Test 8. Probe von einem atlantischen Lachs entnommen und auf D466 angewendet. Es gibt keine beobachtbaren Effekte. Test 9. Mit O5-Freigabe wird eine Probe von SCP auf D466 angewendet. D466 zeigt während der Transformation eine sehr nachteilige Reaktion und Daten gelöscht, was eine schwere Beschädigung der Testumgebung, Verletzungen des Test- und Sicherheitspersonals sowie den Tod von D466 zur Folge hat. Versuche mit anormalen Humanoiden und SCP-034 werden auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Verhörprotokoll 2211. Gemäß des Standardverfahrens versuchten wir zunächst den Gefangenen mit gewaltlosen und nicht invasiven Mitteln zu verhören. Als sich diese Methoden jedoch als unwirksam erwiesen, begannen wir mit der Verwendung konventioneller Verhörtechniken. Obwohl wir teilweise erfolgreich waren, hielten wir es für notwendig, SCP zu verwenden. Es gelang uns, die folgenden Fakten zu erlangen. Der Gefangene verfügte über umfassende Kenntnisse über die Existenz der Foundation und die innere Struktur. Der Gefangene verfügte über umfassende Kenntnisse über andere Behörden und Gruppen, die mit der Foundation in Verbindung stehen. Der Gefangene handelte nicht im offiziellen Auftrag einer Regierungsbehörde. Der Gefangene erhielt SCP-034 und Anweisungen zu dessen Benutzung von einem unbekannten Gönner. Der Gefangene erhielt sehr spezifische Anweisungen, Standort zu infiltrieren und seine Scharade bis auf Weiteres aufrechtzuerhalten. Der Gefangene hatte genug Proben von Dr., um für Tage in Standort zu bleiben. Bedauerlicherweise überlebte der Gefangene das Verhör nicht. Agent